Hallo zusammen, heute zeigen wir euch mal ein ganz schnelles Manga-Anime-Porträt, gezeichnet mit einem Fineliner. Und wenn ihr euch grundsätzlich für Porträts interessiert oder auch realistische Porträts, dann ist unser aktuelles Buch Genial Zeichnen Porträt genau das richtige Werk für euch. Alles weitere auf unseren Seiten oder auch auf unserem Instagram-Kanal. Und hier geht es auch schon sofort los. Wir greifen mit dem Fineliner C, der hat eine runde und eine eckige Spitze, und skizzieren ganz leicht die Augen vor, machen daraus dann die sichtbaren Details, also jetzt hier die Augenbrauen. Ihr seht, es ist ganz locker, mehrere Striche übereinander. Das macht aber auch ein dynamisches und schnelles Porträt aus. Und dann wird die Nase noch ein bisschen angedeutet. Es gibt viele verschiedene Arten, eine Nase zu zeichnen. Und die einfachste ist, sehr abstrakt und minimalistisch die anzudeuten. Und wenn euch das interessiert, gibt es dazu speziell auf unseren Seiten extra Manga-Tutorials, um das zu lernen. Schaut unter onlinekurse.akademieruhr.de oder auch einfach auf unseren Seiten akademieruhr.de. So, man sieht jetzt die Ohren auch ganz leicht angedeutet. Der Hals wird dementsprechend ausgearbeitet und schon lässt sich das Gesicht erkennen. Und dann setzen wir noch so die mit der flachen Seite, sodass wir den kräftigen Strich haben, noch einmal die Akzente an. Sprich, die Wimpern, die werden auch natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, die Augen auch ein bisschen größer. Das ist so, wie Manga auch gezeichnet wird. Und dann kommen wir so zu den Pupillen. Und hier auch ganz leicht so, und wenn man sieht, haben wir jetzt schon eigentlich die groben Züge skizziert, und mit einem kräftigen Strich kommt dann noch ein bisschen Dynamik rein. Das ist relativ einfach, weil so entsteht dann eigentlich ein wunderbares Manga-Porträt. Und mit den leichten Strichen, das ist auch wichtig, dass diese kombinierbar sind. Ihr seht das hier, diese Leichtigkeit in Verbindung mit dem kräftigen Strich ist eigentlich das, was am Ende dann es ausmacht. Und da müsst ihr mal schauen, einen Fokus drauf legen, dass das so auch bleibt. Ja, wir sind schon fertig, und ganz schnelles Anime-Porträt. Man könnte natürlich jetzt mit Farben ausarbeiten. Aber das ist euch dann überlassen. Viel Spaß dabei und bis bald, euer Akademie-Ruhr-Team. Und hier nochmal der Hinweis zu unseren Online-Kursen, onlinekurse.akademieruhr.de. Bis dahin, alles Gute.